Der ist eigentlich zu viel verlangt, den jetzt anzugreifen. Was will der machen? Er kann ja nichts viel machen eigentlich. So. Das einzige Problem ist ja nur sein Heli. So, ist okay. Eigentlich ist er geschützt soweit. So. Ich kann nicht viel machen, das ist das Problem. Der kann weg. Schauen wir zu. No. Gut. So, ja, den Hafen habe ich jetzt übernommen, also von daher kann er jetzt mal angreifen. Weil die Flugzeuge kommen an. So ist jetzt nicht das Problem. Gut ist. Ja, gut. Gut, dass ich das gemacht habe, das damit da oben. Ich hab direkt an. Gar nicht so dumm. Er findet mich jetzt gerade nicht, das ist das Problem. Was heißt denn nicht finden? Er ist nur einfach. Er guckt gerade nicht auf die Karte. Und er greift eben seinen Flak nicht mich an. Okay. Das war klar. Das war so klar, dass er sowas machen würde. Muss man aber halt kein Hellseher sein. Ich komme weg. Nehme ich den Flughafen jetzt überein. Aber er hat mit Mech anhalten oder so, von daher. Das ist ja nicht dumm jetzt oder so. Das Einzige, was dumm ist, dass er nicht aufgepasst hat. So, das übernehmen. Was? Nur so wenig Scham. Oh, dann warte ich, glaube ich, noch eine Runde. Wie machst du das jetzt am besten? Eigentlich auch hier am besten mit irgendwas mit Flugzeugen oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Möchte ich jetzt auch gerade nicht wissen. Ich komme gerade da unten nicht ran, das ist das Problem.
So, okay. Aber ich muss ja aber angreifen. Das ist. Reicht das an? Gut ist. Olas Gabe ist ein bisschen schlimm jetzt gerade ein bisschen. Also für meine Verhältnisse. Das ist okay. Wie gesagt, solange die Flugzeuge kommen, ist alles in Ordnung. Greift direkt an, ist okay. Was machst du da? Oh, ich habe meine Einheiten oben nicht bewegt. Oh, das war gerade ein bisschen dumm. Ich denke, du kannst mich austricksen hier. Oh Mann, meine Flugzeuge kommen an. Das ist sehr schön. Ja, ich hätte die Flak-Einstellung angreifen sollen. Mir ist klar, aber Hauptsache U-Boot ist weg. Danke sehr. So, jetzt kann ich angreifen. Mir ist egal. Kid ist ja wirklich in einem Direktangriff nicht gut. Das ist mir schon klar. Aber in Flugzeugeinheiten kannst du nicht, kannst du nichts anderes machen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, wie mache ich das jetzt schlauesten? Das ist besser gesagt erstmal. Am schlauesten ist, das hier zu übernehmen. Unten hat er nichts gebaut. Das hier wegmachen. Das ist wirklich instant wegmachen. So, okay. Man muss hier wirklich jetzt gerade mal ein bisschen überlegen. Ich weiß, dass ich jetzt ungefähr seit einer Stunde spiele. Das ist ja normal bei mir. Nehme ich jetzt eine seiner Waffen kriegt jetzt über? Ich glaube eher nicht. Kann ich jetzt direkt ihn angreifen? Ja, kann ich. Aber auch nicht viel. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur die Flughäfe. Und dann greife ich wirklich direkt ihn an. So, einmal das, so. Ein bisschen Gefahr ausbauen. Du kannst mal ein bisschen nach vorne gehen. Perfekt. Du kannst eigentlich da bleiben. Muss ich erstmal was machen. Ja, wir nehmen mal. Somit hätte er schon mal einen Grund, mich anzugreifen. Gut, 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 gut. Aber du kostet Incoming. Nochmal so ein Flugzeug. Ich könnte fast noch einen zweiten bauen. Was heißt fast? Ich könnte einen zweiten bauen sogar. Mache ich sogar. Was will er machen? Außer
Weil das Problem ist, Olaf ist so sehr auf Abwehr spezialisiert, wie Flachsstellung, wie man hier unschwer kennen kann. Hier überall Flachs, Raketenwerfer, Flachs, Menscheneinheiten, Einheiten, Fernangriff und habt ihr nicht gesehen. Was wir leider machen, nix. Ja, mach das ruhig. Meine Flugzeuge kommen! Jetzt greift er direkt weiter an. Jetzt greift er mich wirklich direkt an. Der stirbt gleich. Weil Benzinmangel. Warum krass du mich nicht direkt an? Das macht so wenig Sinn. Das macht wirklich wenig Sinn, warum er mich jetzt nicht direkt angegriffen hat. Oh, meine Flugzeuge kommen. Und die kommen wirklich. Ist doch keine Gefahr. Das wäre eine Gefahr. Das ist keine Gefahr. Das ist eine Gefahr. Das ist instant eine Gefahr. Was ist instant? Das ist keine Gefahr. Das ist eine Gefahr. Erstmal schwächen. Sehr schön. Wenn ich jetzt den Hafen da, Landeplatz hier übernommen habe, dann wird wirklich alles gut. So. Kann ich hier mal was aufräumen? Ja, kann ich. Gut. So. Lass übernehmen. Wenn Olaf hier unten jetzt anfängt, hier das hier zu übernehmen, ist es auch nicht so schlimm eigentlich. Würde ich eher sagen, würde ich sogar eher bevorzugen, dass er das machen würde. Warte, erstmal den hier. Den angreifen. Nachher ist es wirklich nur Helitransport von hier oben, hier unten hinzumachen. Und gut ist, wie viele Einheiten kann ich denn eigentlich bauen? Oh, noch 12. Wie mache ich das jetzt am besten? Eigentlich muss ich nur anschwächen, so gesehen. Weil sonst greift er mich direkt nicht an. Oh, meine Einheiten sind angeschwächt? Nee, ich stehe im Gebäude von meinen Einheiten, also von daher. Passiert halt nichts viel. Danke sehr. So, dann ist der schon mal weg. Eine Gefahr weniger. Das kann auch weg. Ich scheiße jetzt auf seine Reparaturkosten, egal. Nächste Runde ist er eh besiegt. Außer er würde mich jetzt noch wirklich noch angreifen, aber ich. Wie hoch ist die Chance, dass er mich angreifen würde?
noch angreifen tut. So ist eine Reichweite. Bis dahin kann ich. Ja, reicht. So. Mal instant wegmachen. Und deswegen liebe ich Kit. Genau deswegen. Oh, Raketenwerfer plus seine Reichweite ist einfach instant alles weg. Was heißt hier instant alles weg? Also halt seine Sache sind halt ist halt weg. Ist okay. Reparaturkosten. Das kann eigentlich wieder zurück. Gut, das war's. Ich kann ja eh nichts mehr machen. Meine Flugzeuge kommen. Ja, übernehmen das ruhig. Das sind kein Problem. Ja, die Artillerie ist in Ordnung. Oh, hat sogar noch überlebt. Das hat sogar auch noch überlebt. Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Wie viel Prozent hat er? 2 vielleicht gehabt? Oh. Ja, das macht ja. Was ist das mit Kratzer? Oh, noch mehr Flachs. Er muss mich eigentlich direkt angreifen. Nein, tut er nicht. Dudu. Und tschüss mit dir. Das hier von Green Earth ist vorbei. So. Ist Geschichte der Messe. Deswegen liebe ich, wenn ich Hauptgebäude übernehmen kann. Somit habe ich immer so ein bisschen instant schon seine Gebäude hier auch mit übernommen. So. Also gerade alle nicht ran. Es ist jetzt nicht schlimm, es ist einfach jetzt nur noch Flugzeuge bauen, zurückfahren und gut ist. So gesehen. So, aber der Knoten muss hier geplatzt werden. Und das ist mal sowas von klar. Ich muss jetzt hier unten was machen. Der einzige Problem ist jetzt seine Flakszeit. Das ist wirklich sein Problem. Oder mein Problem momentan besser gesagt. Du kannst. Das mal angreifen. Das mal angreifen. Kannst du mal dahin gehen. Das hier. Und das war's eigentlich so gesehen.
Einzige, was ich jetzt machen muss, ist Hafen. Jetzt meine Einheiten weiter nach unten schicken. Gut ist. Ja, komm, es ist eigentlich jetzt nur noch Flugzeuge bauen. Und ihnen jetzt angeht, mal ein bisschen runter zu machen. Mhm. Ich komme jetzt mit meinen Schiffen und so weiter jetzt an, das ist ja nicht so ein Problem. Ein Kratzer. Er hat nichts gebaut. Wirklich. Oh, Alter Schädel. Das hat nichts gebaut. So, los, wieder runter. Lass mal tauchen. Lass mal da hingehen. Du nimmst das hier ein, du nimmst das hier ein. Oh ne, ihr fliegt schon mal weiter runter. Oh, meine Flugzeuge kommen. Oh ja. Langsam aber sicher. So, ich muss hier eine Einheit nach unten bauen. Was ist ja eine Einheit nach unten bauen? Unten runterschicken, besser gesagt. So. Du kommst hier unten noch nicht vorbei. Was hast du da? Schönes drin. Ja, oh, eine Flak. Das kann weg. Aber was heißt hier weg? Kann man abhauen. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, Bigelow oder so. Ja, ich bin... Was heißt ein Wrestling-Fan, aber ich kenne solche Sachen halt. Road Dogg, Triple H, Jeff Hardy, Matt Hardy, die Hardy Boys, besser gesagt. Christian und Edge, und habt ihr nicht gesehen, ey. Shelton Benjamin ist noch ganz gut, RVD, Stone Cold Steve Austin und ja. Chris Benoit, aber wie ich schon gesagt, mal gesagt habe, der hat wirklich einen schlimmen Tod. Oder was heißt der schlimm Tod? Kennt ihr die Geschichte von Chris Benoit? Wenn ja, brauche ich nicht zu erzählen, warum ich die schlimm finde. Es ist nicht schön, was er gemacht hat. Es ist außer Frage. Ich sag mal einfach mal so, jetzt mal so privat. Er hätte eigentlich einen Auftritt gehabt bei irgendeinem Wrestling-Event gehabt. Und er ist nicht entschieden. Und Tage später haben wir herausgefunden, dass er sich erhängt hat. Also er hat seine ganze Familie umgebracht. Und ja. Seine Familie einfach. Also er ist seine Familie umgebracht halt und dann hat er seine, dann hat er sich selbst sein Leben genommen. Ich weiß, die Umstände weiß ich nicht so wirklich. Mal wird es hier gesagt, dass er in seiner alten Schule in der Sporthalle sich umgebracht hat oder war da, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte sie sich selbst erhängt. Also auf jeden Fall war Selbstmord dabei. Also als Grund jetzt der Selbstmord. Ja. Komm mal nicht weiter zu labern darüber. Es ist einfach schrecklich. Er war wirklich ein guter Wrestler.
was heißt ein guter Wrestler? Er war auch wirklich ein guter Techniker gewesen. Also beim Wrestling haben wir so dieses, ja, Techniker, so die ganzen Cruiserweight halt sind so Techniker-Leute. Und dann hatten wir noch Leichtgewicht, Mittelschwergewicht und Schwergewicht halt. Weiter fort, also. Ja. Also mit Wrestling kenne ich mich eigentlich auch ganz gut aus. Ich habe aber Wrestling lange nicht mal gesehen. Muss ich auch zugeben. Ich weiß jetzt momentan nicht so wirklich, was so abgeht. Ist es so gesehen auch nicht so schlimm. Weil momentan, gut, die ganzen Sachen werden ja halt nicht mal wirklich gezeigt, diese ganz gefährlichen Moves oder so. HBK finde ich super. Was gibt's denn noch? Es gibt's, ja, ich weiß, dass es SmackDown, ECW gibt und so weiter und so fort und Raw. Was ich überhaupt nicht ab kann, ist John Cena. Der geht überhaupt nicht. Meiner Meinung nach als Wrestler. Oh, Entschuldigung, falsch. Als Wrestler geht der überhaupt nicht. Meiner Meinung nach. Oder besser gesagt, er versucht das zu sein, was er nicht ist. Undertaker geht immer. Kane geht auch immer. Obwohl die ja so ziemlich abgebaut haben. Was gibt's denn noch? Es gibt so viele Sachen eigentlich über Wrestling, wo man sich ablässern kann und habt ihr nicht gesehen und. Ja, das reicht eigentlich unten schon. Gut ist. Ja. Ja, man macht die Reichweite weiter tiefer runter, das ist in Ordnung. Was willst du machen? Machst du so einen Kratzschaden? Was? So viel Schaden? Ja, wie in meine Flugzeuge gekommen. CTTP. Ach, hab genug Zeit, um wieder zurückzukommen. Vollkommen in Ordnung. Um den meinen Jagdbomber, den Bomber weniger Schaden zu ihm zuzufügen, mache ich das mal so. Sogar keinen Schaden. So, bei einer, hätte ich jetzt andersrum gemacht, hätte ich Schaden bekommen, so. Meine Güte. So schwer ist es doch nicht zu labern. Doch, aber ich nehme auch fast seit 2 Stunden auf, diese Mission. Das ist ein bisschen das Problem. Es ist ja kein Problem eigentlich so gesehen. Ihr seid ja gewohnt, dass ich mal 20, 30, 40 Minuten Videos mache. Oder eine Stunde. Weil bei Isaac ist klar, dass ich eine Stunde mache. Also wer bei Isaac keine Stunde Video macht, da ist nur klickgeil. Meiner Meinung nach. Ihr könnt eine andere Meinung haben dazu, ist in Ordnung. Sage ich nicht nein dazu. Aber wenn es gut kommentiert ist, ist alles in Ordnung. Ich finde mich als Kommentieren auch ziemlich scheiße. Es ist halt so. Ja. Er hat seine Gabe eingesetzt, also kann ich jetzt ihn ruhig sehr, sehr, sehr schwächen, weil seine Gabe führte jetzt eh nicht auf.